So, wir haben hier einen kleinen selbstgebauten EEPROM-Programmierer, mit dem man ein 2716 EEPROM direkt in Maschinensprache binär programmieren kann. Das Gerät besteht im Wesentlichen aus den Eingabeschaltern, hier praktisch DIP-Switches für den Datenbus, hier DIP-Switches für den Adressbus. Wir haben hier einen Bustreiber IC, der die schwachen Ausgangssignale des EEPROMs so weit verstärkt, dass man damit Leuchtdioden als Anzeige verwenden kann. Wir haben hier einen Präzisionstimer NE555. Der ist verantwortlich für den 50 Millisekunden 25 Volt Programmierimpuls, den Brennimpuls, der erforderlich ist, um den EEPROM mit den entsprechenden Daten zu beschreiben. Dann haben wir hier Wahlschalter, wo man wählen kann zwischen Programmiermodus, also Schreibmodus, und dem Lesemodus. Jo. Und die Aufgabenstellung ist jetzt ganz einfach. Wir wollen jetzt in die Adresse 10011 das Byte 1111 reinschreiben. Wie machen wir das jetzt? Wir gucken also erstmal im Adressbus, was überhaupt auf dieser Adresse jetzt drin ist. Wir haben also gesagt 10011, stelle ich jetzt hier mal ein. 0011. Und wir stellen fest, alle Leuchtdioden leuchten. Das bedeutet, das ist der Auslieferzustand des unbeschriebenen EEPROMs. Alle Bit sind auf 1. Das bedeutet, dass diese Adresse beschrieben werden kann, weil sie bis jetzt noch nicht beschrieben ist. So, Schritt Nummer 2. Wir geben jetzt erstmal das ein, was wir überhaupt da reinschreiben wollen, und schalten daher zunächst mal den Wahlschalter auf Programmiermodus um. Man sieht schon, jetzt gehen alle Leuchtdioden aus. Warum? Auf den Datenbusleitungen wird jetzt eine Eingabe erwartet und die Leuchtdioden stellen ja die Ausgabe dar. Jetzt geht man am Datenbus die gewünschten Daten ein. Wir haben gesagt 1111. Das heißt, von D0, D1, D2 bis D3 gebe ich jetzt die 1 ein. Die korrekte Adresse 11001 habe ich noch im Adressbus drin. So, als nächstes benötigen wir jetzt hier einen 25 Volt Impuls. Das bedeutet, ich muss hier erstmal die Schaltung nicht nur mit 5 Volt versorgen hier, sondern auch zusätzlich mit 25 Volt, was ich jetzt gemacht habe. Man sieht es hier, die gelbe Leuchtdiode stellt praktisch eine visuelle Anzeige für die Brennspannung dar. Und ich löse jetzt den Brennimpuls mit diesem Tastschalter hier aus. Man sieht, die Leuchtdiode leuchtet dann auch für 50 Millisekunden auf. Zack. So. Das heißt, theoretisch sollte der EEPROM jetzt auf den Daten beschrieben sein. Was mache ich jetzt, um zu prüfen, ob in der richtigen Adresse die richtigen Daten drinstehen? Wir öffnen erstmal alle DIP-Switches des Datenbusses und gehen jetzt mit den Wahlschaltern in den Lesemodus und prüfen, ob da das Richtige drin steht. Und siehe da, vor dem Programmiervorgang waren alle Bits auf 1, jetzt sind nur noch D3, D2, D1 und D0 auf 1. Das bedeutet, der Brennvorgang war erfolgreich. Es ist eigentlich relativ mühsam, einen EEPROM zu programmieren, Byte für Byte, indem man
Schalterchen in eine gewisse Stellung bringt, aber es führt auch zum Erfolg. Hier der Schaltplan des Geräts. Jo, ein derartiger Programmierer lässt sich für ungefähr 5 Euro aufbauen.